Wenn ihr den bucht, bekommt ihr folgendes Zubehör. Einmal der Scanner selbst, das Netzteil dazu. Das wird hier hinten eingesteckt und das andere Ende natürlich in die Steckdose. Weiterhin ist hier hinten die Speicherkarte drin. 32 GB. Nicht versuchen, größere Karten einzuschieben, damit kommt der Scanner nicht klar. 32 GB ist das Maximum. So, dann gibt es dazu diese schönen Adapter. Die könnt ihr hier aufstecken, falls ihr nicht die passenden Spulen habt. Es gibt Spulen mit kleinen Löchern und Spulen mit, hier habe ich eine mit größeren Löchern, die dann diese Adapter brauchen. Dann eine Leerspule ist dabei. Vor der Verwendung natürlich das Styropor bzw. Polster entfernen. Dann ist ein Reinigungstuch dabei. Das ist dafür da, um hier unten zwischendurch mal die Linse bzw. die Scannerabdeckung zu reinigen. Davon fängt sich manchmal etwas Dreck. Dann gibt es ein Kabel, damit kann man das Bild auf einen Fernseher ausgeben. Braucht man in der Regel nicht. Dann gibt es noch ein Kabel, mit dem man den Scanner an den Rechner anschließen kann. Das dient allerdings nur der Übertragung der Bilder von der Speicherkarte auf den PC. Man kann nicht das Bild direkt auf dem PC scannen. Ich bevorzuge da die Variante, dass ich hier direkt die Speicherkarte nehme und in den PC stecke. Dann gibt es ein kleines Handbuch, wo alles nochmal beschrieben ist.